Grüße Leute, das N64 war die erste Konsole, bei der ich mir von meinem hart ersparten Taschengeld Spiele kaufen konnte und deswegen nimmt sie einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen ein. Leider wurde dieses hart ersparte Taschengeld auch öfter mal fehlinvestiert und zwar in richtig schlechte Spiele, die ich tatsächlich bis heute aufbewahrt habe. Die 10 schlechtesten N64 Spiele meiner Sammlung. Natürlich könnte ich auch die besten vorstellen, aber seien wir mal ehrlich. Es gibt auf dieser Welt schon genug Lobeshymnen auf Super Mario 64 oder Ocarina of Time. Darum stelle ich euch hier meinen absoluten Schund vor. Und zwar ohne spezifische Reihenfolge. Daraus kann man keine Top 10 machen, die Spiele sind alle komplett an Müll. Viel Spaß! Armorings. Klingt hart, klingt cool, ist aber ein absolutes Drecksgame. Ganz ehrlich, ich war sowas von enttäuscht, das Ding ist von den Turok-Machern und Turok ist ein absolut legendäres Spiel auf dem N64 gewesen, was man selbst heute noch ziemlich gut spielen kann, zum Beispiel auf der Switch als kleines Remaster. Doch alle Dinge, die Turok spaßig gemacht haben, sind in diesen Titeln nicht vorhanden, obwohl es vom selben Team programmiert wurde. Wo Turok einen Arsch voll geiler Waffen hatte, hat Armorings nur eine Handvoll und die sind nicht mal besonders originell. Ich meine, bei Turok hatten wir einen Mini-Atombombenwerfer. Ein Bogen, der Explosivpfeile verschießt. Verschiedene Shotguns und so weiter und so fort. Und was haben wir hier? Verschiedene Armaufsätze. Wer bin ich? Mega Man? Und selbst Mega Man hat das besser gemacht. Ebenfalls das Level-Design. Auch hier wieder der Turok-Vergleich. Turok hatte riesige, originelle Level, die man erkunden wollte. Hier rennt man einfach nur durch und da schießt die generischen, unoriginellen Gegner. Ich weiß, es ist unfair, immer das Ganze mit Turok zu vergleichen, aber damals kam daher meine Enttäuschung. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das Spiel hat doch gar keine anderen besonderen Merkmale. Außer, dass man damit Rüstungen durch die Gegend rennt und Armwaffen hat. Klar kann man hier denken, man fühlt sich ein wenig wie bei Starship Troopers, wo man einfach auf riesige Insekten schießt als Soldat. Aber dafür fehlt es ja einfach an Grafik, an Leveldesign, an Musik oder irgendwelche Melodien, die im Kopf hängen bleiben oder Soundeffekte. Das Spiel hat einfach gar nichts. Es ist nicht mal so dermaßen schlecht, dass man das im Gedächtnis behalten kann. Es ist einfach nur auf eine Art und Weise schlecht, die man nur als Langeweile bezeichnen kann. Und das ist ein absolutes Todesurteil für ein Spiel. Ach ja, noch nebenbei erwähnt, die Story ist langweilig und generisch. Genau wie die Charaktere. Rainbow Six. Ich habe zwar am Anfang gesagt, ich will hier kein Ranking machen, aber ich glaube, das ist das absolut mieseste N64-Spiel, was es jemals gegeben hat. Und ja, ich weiß, da ist die Konkurrenz hart, aber dieses Spiel, wow, was soll ich dazu sagen? Wieder ein Ego-Shooter, ein Ego-Taktik-Shooter. Aber meine Fresse, diese Grafik, dieses Spiel wäre auf dem Taschenrechner hübscher gewesen. Es ist einfach nur eine ekelhafte Polygonsuppe. In der Dunkelheit ist das Ganze schlimm. Man sieht einfach gar nichts, man kann sich nicht orientieren. Am Tage ist es einfach nur hässlich und die Taktikelemente kommen nicht wirklich gut durch. Man fühlt sich bei der Perspektive, als hätte man Froschaugen und würde am Boden kleben. Und die Steuerung fühlt sich so an, als wäre sie vom Praktikanten gemacht worden. Ach ja, und kein Diss gegen Praktikanten, manche machen gute Arbeit, aber dieser hier war einfach nur scheiße faul und unfähig. Nennt mir irgendeinen Faktor in diesem Spiel und ich kann euch sagen, der ist kacke. Dieses Spiel hat einfach keine positiven Aspekte. Es hat Geld gekostet, es hat irgendjemand Geld eingebracht. Das ist das Traurige daran. Ich würde am liebsten ein großes Lagerfeuer drauf machen. Allerdings nehme ich es als Mahnmal, nie wieder so einen beschissenen Titel zu kaufen. Gut, damals wusste ich es nicht besser. Damals hat sich der Klappentext gut gelesen und damals klang das Ganze spannend. Ich meine, ihr seid eine Spezialeinheit und müsst irgendwelche Drogenbosse ausschalten und das Ganze im Taktik-Shooter-Gewand. Hey, klingt gut, aber der kleine N64 konnte diese ganze Aktion damals noch nicht stemmen. Oder die Programmierer waren einfach unfähig. Ich tippe eher auf Zweiteres. Mortal Kombat 4. Die legendäre Schnetzelreihe, die heutzutage richtig gute Spiele rausbringt, hatte damals noch so ein bisschen seine Entwicklungsschwierigkeiten. Man wusste nicht so richtig, wie man von 2 auf 3D umsteigen soll. Und das sieht man in diesem Spiel hier völlig und gänzlich. Es wirkt einfach zu wenig detailliert für ein Mortal Kombat. Zu sauber, zu kantig und auch auf eine gewisse Art und Weise zu steril und abstinent. Man fühlt es einfach nicht, dass man sich hier in einem Mortal Kombat Spiel befindet. Ich meine, die ersten paar Teile waren wirklich cheesy, aber man hat hier wenigstens den Spirit mitgenommen, dass es eine Todeswelt ist, wo man sich gegenseitig totschlägt. Doch hier fühlt man sich eher an einen Sonntagsspaziergang erinnert. Es wurden auch das erste Mal Waffen mit eingeführt, die eigentlich ganz witzig waren, allerdings auch keinen größeren Mehrwert gebracht haben.
Steuerung geht soweit in Ordnung, ich glaube, ich störe mich viel mehr an der furchtbaren Präsentation und absolut langweiligen Gameplay. Man muss einfach sagen, das Spiel ist absolut überraschungsarm, es motiviert ein kein Stück. Das sind wirklich nicht mal die technischen Aspekte. Seltsamerweise habe ich dieses Spiel übrigens in den Niederlanden erstanden, in einem kleinen Urlaub mit meinen Eltern. Ich habe damals geglaubt, den größten Schatz der Welt gefunden zu haben und konnte es kaum erwarten, bis wir wieder zu Hause waren und ich konnte das Ding einlegen, um dann erst festzustellen, meine Fresse, hast du gerade für richtig viel Geld Bots gekauft. Hervorzuheben sind aber, vielleicht nicht positiv, aber auf jeden Fall ist das besonders im Gedächtnis geblieben, die Zwischensequenzen. Absolut bekloppte, schiesige Zwischensequenzen. Die muss man sich alle einfach mal geben, um glauben zu können, wie bescheuert die eigentlich sind. Hier ein kleines Beispiel. Your soul will never rest, Scorpion. The Lin Kuei may have been responsible for your murder. But your family's true killer still remains free. If you are not the murderer, then who is? I am the one you seek. To defeat my nemesis Sub-Zero, I needed the power of a Spectre. You've done my bidding well, Scorpion. But now I must return you to the Netherrealm. Never! Turok 3 Shadows of Oblivion. Das war der große Abstieg der Turok-Serie. Der letzte Turok-Teil, der auf dem N64 rauskam. Und hier muss man leider sagen, Gott sei Dank. Wie gesagt, ich liebe Turok, ich habe es vorhin schon bei Armorines erwähnt. Doch das war ein trauriger Abstieg. Turok 1 war wirklich genial, hatte viele Neuerungen, war grafisch einfach überwältigend. Turok 2 sah noch besser aus. Und dann kam Turok 3 und es war einfach nur ganz grausame Matschepampe. Und das wäre nicht mal schlimm gewesen, wenn das Setting nicht einfach so verwirrend gewesen wäre. Es fühlt sich an wie eine Mischung zwischen Duke Nukem 64 und, wie gesagt, Turok. Man irrt einfach durch seltsam aufgebaute Level, die einfach open Schlauch sind. Im Prinzip sind Schlauchlevel, die aber, man muss bestimmte Bedingungen erfüllen, damit das Level überhaupt weitergeht. Dann hat man auch sehr, sehr seltsame Gegner. Man fühlt einfach nicht mehr dieses Turok-Feeling, wo man durch den Wald oder den Dschungel rennt, wenn man jetzt in so ein urbanen Science-Fiction-Stadtgebiet ist. Ich finde das ganz interessant, das kann man mal machen, aber bitte nicht das komplette Spiel damit verhunzen. Und man spielt nicht einmal mal den richtigen Turok mehr. Man spielt seine Geschwister, weil er selber abgekratzt ist. Völlig verwirrend, völlig konfus, hat keiner gebraucht. Es gibt halt zwei Storylines, die kann man parallel durchspielen. Und es gibt ein paar Variablen in Sachen Ausrüstung und ein paar Levelwege, aber im Prinzip spielt das keine Rolle mehr, weil beide einfach furchtbar designed sind. Und dabei meine ich jetzt mal wirklich sowas wie Steuerung und Gameplay. Ich meine, man hatte doch genug Erfahrung mit der Turok-Serie. Man hätte es doch einfach nochmal so machen müssen, wie man es schon mal gut gemacht hat. Nö, dieses Spiel wirkt irgendwie wie hingerotzt und das ist wirklich schade. Man spürt so ein bisschen Grundpotenzial, was einfach in der hintersten Ecke des N64 liegen bleibt und verschimmelt. Castlevania 64. Ja, das erste Castlevania in 3D. Und meine Fresse, war ich aufgeregt, als ich das Ding ins N64 eingelegt habe. Und kurzfristig hatte ich auch Spaß, bis ich immer mehr herausgefunden habe, dass das Spiel gar nicht so spaßig ist, wie es den Anschein hatte. Sondern einfach nur, wie soll ich sagen, viele gute Ideen hatte, die beschissen umgesetzt wurden. Und das merkt man gerade in der Steuerung. Die Steuerung ist ein Krampf. Springen, Schlagen, Kamera, alles mega gruselig. Wie gesagt, ich finde das Spiel von den Grundansätzen gar nicht schlecht. Völlig verrückte Gegner und Räume, so wie man es von der Serie auch kennt. Und dann merkt man, dass man einfach durch die Gegend zittert und eiert und einfach in irgendwelche Richtungen schlägt. Und dann gibt es noch diese rotzfreche Mission mit den Nitroglycerin. Eine der wohl beschissensten Videospielmissionen ever. Wer nicht weiß, was ich meine, nicht so schlimm, im Internet wurde sich schon genug über diese Mission aufgeregt. Und das heißt einiges, weil dieses Game haben gar nicht mal so viele Leute gezockt. Also lasst uns mal zusammenfassen. Grafisch ist das Ding hässlich, soundtechnisch einfach unterbemittelt und eigentlich hatte man auf dem Papier ein 3D Castlevania mit Resident Evil Anleihen und daraus geworden ist ein epileptischer Steuerungskameradurchfall. Mission Impossible. Bei diesem Spiel muss man sagen, war es für den N64 vielleicht wirklich eine unmögliche Mission, dieses Spiel zu stemmen. Oder es wurde einfach scheiße programmiert.
Und auch hier tippe ich wieder auf das Weitere. Was macht dieses Spiel so schlecht? Eigentlich mal gar nicht so viel. Klar, technisch ist es ein Reinfall und es war auch einer der ersten N64-Spiele. Darum kann man auch erklären, warum die Steuerung einfach so furchtbar ist. Aber auch dieses Spiel hat eigentlich gute Ideen, die es einfach nicht geschafft hat umzusetzen. Das Spiel war damals ein typischer 74%-Titel oder wie sagt man so schön, eine 3+. Aber im Laufe der Zeit hat der Zahn der Zeit so dermaßen dran geknappert, dass man das Ding heute um keinesfalls mehr spielen möchte. Einfach, weil es keinen Grund mehr dafür gibt. Man würde sich nur durch schlammige, matschige Level quälen. Und ja, ich weiß, es gibt verdammt viele Fans von diesem Titel, die ihn durch nostalgische Verklärung in den Himmel heben. Aber Leute, zockt das Ding bitte noch einmal. Legt es in die N64 und tut mir leid, zerstört einen Teil eurer Kindheit damit. Oder lasst es einfach bleiben und behaltet es in guter Erinnerung. Aber glaubt mir einfach, das Ding ist nicht gut gealtert. Wollt ihr noch drei Argumente dazu hören? Ganz einfach. Strohdumme KI, hässliches Missionsdesign und nicht vorhandenes Waffenfeedback. Nochmal Mortal Kombat Sub-Zero. Wohl einer der schwersten Spiele auf dem N64. Und wie gesagt, einer der miesesten auch. Eigentlich ist es der legitime Nachfolger von Batman Forever auf den Super Nintendo, was auch mega grauslich war, aber zum Glück nicht in meiner Sammlung ist. Aber dieses Game auf dem N64 habe ich damals besessen, weil ich es einfach cool fand. Sub-Zero, in ein paar Leveln, die man durchlaufen kann und Minigegner zerschnetzeln kann. Eben auch, weil Sub-Zero, Achtung Wortwitz, der coolste Charakter der ganzen Serie ist. Was habe ich mich drauf gefreut, einfach ein bisschen durch die Gegend zu hüpfen und Gegner zu verprügeln. Und dann stelle ich fest, dass einfach alles in diesem Spiel dich instant töten kann. Sprünge, die nicht funktionieren. Todesfallen aus der Videospielhölle. Und absolut unfaire und vielleicht manchmal gar nicht vorhandene Rücksetzpunkte. Dieses Spiel macht sich das Leben einfach unnötig schwer. Dabei weiß das erste Level zum Beispiel im Design völlig zu gefallen. Und auch die ganze Welt von Mortal Kombat ist einfach gut eingefangen. Aber man sieht einfach nichts davon, weil einen einfach alles auseinander nimmt. Und klar könnte man jetzt sagen, klar ist ein schweres Spiel, aber üb dich doch einfach ein, investiere ein wenig mehr Zeit und kommst weiter. Aber Spiel ist einfach nur scheiße unfair. Es basiert großteils auf der Mortal Kombat Steuerung und damit präzise Sprünge hinzukriegen ist fast nicht möglich. Und ab und an verarscht dich auch das Spiel und sagt, nein, du bist leider gestorben, obwohl der Sprung davor auf die gleiche Weise funktioniert hat. Was mich noch nicht mal ärgert, ist, dass das Spiel so unsauber programmiert wurde. Oder dass es wirklich so extrem schwer ist. Was mich wirklich ärgert, ist, dass so viel Potenzial da einfach liegen gelassen wurde. Und nicht nur damit, es gab ja noch weitere Mortal Kombat Spin-Offs, die einfach alle kläglich gescheitert sind. Und wisst ihr was? Mit Recht. Operation Winback, ein Spiel, was ich damals echt gefeiert hatte. Und auch durchgespielt hatte. Und jetzt erneut gespielt habe und gemerkt habe, wow, ist das schlecht gealtert. Ich hätte dieses Spiel niemals anfassen sollen, ich hätte es einfach in meinen ruhigen Erinnerungen liegen lassen sollen. Allerdings habe ich dann nochmal ein Let's Play dazu gemacht und erstmal gemerkt, eieieiei, die Jahre sind hier nicht gut bekommen, Operation Winback. Es ist eigentlich ein Deckungsshooter und man versucht Terroristen zu erschießen. Doch leider merkt man, dass sich dieses Genre über die Jahre gut weiterentwickelt hat und dass Operation Winback einer der Anfänge davon war. Der Charakter macht einfach nicht immer das, was er soll. Und dazu kommen noch Gegner, die einfach aus dem Nichts spawnen. Man wird meistens überrascht und muss das Spiel quasi in Zeitlupe spielen. Oder man lernt es halb auswendig. Will man es einfach frei und ungezwungen spielen, wird man oft überrascht, denn ich meine, hinter der Kiste war gerade noch kein Gegner, wo man dran vorbeigelaufen ist und plötzlich ist einer da und man wird beschossen. Also sucht man sich erstmal irgendeinen Deckungspunkt, kriegt da schon die Hälfte des Lebens abgezogen, versucht dann die richtige Waffe zu finden und zurückzuschießen und so weiter und so fort. Früher habe ich das Ganze nicht so wahrgenommen, damals war das mein erster Taktik-Shooter. Aber heutzutage fühlt sich das einfach so unglaublich schlecht an. Eher wie Arbeit, weil die Steuerung einfach so dermaßen unpräzise ist und einfach mit einem nicht zusammenarbeitet. Dazu kommt, dass die Grafik heute zwar noch zu ertragen ist, aber weit, meilenweit von hübsch entfernt ist. Ach ja, es gibt auch eine Story. Die habe ich schon wieder vergessen. Damals, wo ich es durchgespielt hatte, habe ich die Story auch nicht wahrgenommen. Und jetzt bin ich gar nicht so weit gekommen, die Story weiter zu verstehen, also kann ich die nicht beurteilen. Aber hier geht es ja mehr ums Gameplay und da versagt das Spiel heute leider auf ganzer Linie. Road Rash 64. Auf einem Bike durch die Gegend kesseln und andere Leute verprügeln in ein Rennen.
Klingt unglaublich gut, ist auch eine mega geile Idee. Wurde damals aber leider nicht gut umgesetzt. Für viele war es eine Art Mario Kart, bloß für Erwachsene. Herausgestellt hat sich aber, dass es eine Art Mario Kart war, ohne große Fun-Faktoren. Außer, dass man Leute auf dem Motorrad verdröschen konnte. Aber ansonsten hat das Spiel halt nichts gehabt, weder grafisch, noch soundtechnisch, noch vom Gameplay her oder von den Grundideen. Im Prinzip ist es ganz okay, dass man ein wenig durch die USA kesselt, ein paar Autos ausweicht, ein paar andere Leute verprügelt und durch die Ziellinie fährt. Mehr hat dieses Spiel nicht zu bieten, was auch nicht wirklich schlimm ist, aber das sorgt halt dafür, dass man es eine halbe Stunde spielt und dann eigentlich nie wieder anfasst. Es sei denn, man will mit einem Kumpel durch die Gegend rasen, aber auch der fragt sich dann irgendwann mal, können wir nicht irgendwas anderes zocken, zum Beispiel Mario Kart? Um es nochmal genau zu sagen, eigentlich macht das Spiel nicht so viel falsch. Technisch ist es fast schon als mittelmäßiges N64-Spiel zu bezeichnen. Doch die Langzeitmotivation hat die Halbwertszeit eines Eiswürfels in der Wüste zur Mittagszeit. WWF Warzone. Eigentlich mögen dieses Spiel ziemlich viele Leute, deswegen habe ich es mir bis zum Ende aufgehoben, um ein wenig darüber abzuragen. Denn ihr jungen Häschen wisst es vielleicht gar nicht mehr, aber damals gab es zwei Wrestling-Vereinigungen. Einmal die WWF, heute WWE, und einmal die WCW. Und beide haben verschiedene Spiele rausgebracht. Und die Fans der jeweiligen Vereinigungen haben die jeweiligen Spiele gekauft, und damals konntest du nur Fan von einer Vereinigung sein, denn die anderen waren alle scheiße. Das ist auch einer der Gründe, warum dieses Spiel bei vielen Leuten so beliebt ist. Obwohl es nicht ansatzweise so ein fantastisches Gameplay hat wie WCW vs. NWO, mein Favorite Wrestling-Titel auf dem N64. Und ich meine, beide Spiele sind nicht wirklich gut gealtert. Aber WWF Warzone oder Attitude, wie der Nachfolger oder Vorgänger hieß, ich kann euch gar nicht mehr sagen, welches war, zeigt einfach mal das ganze große Maß der Langeweile auf. Ich meine, auf dem Super Nintendo waren Wrestling-Spiele schon grausam, doch man hat hier das Gameplay zu 90% übernommen. Das heißt, Gameplay so tiefgängig wie eine Wrestling-Story, also gar nicht. Die Charaktere, die aus einem ziemlich guten Roster bestehen, das muss man ehrlich zugeben, verhalten sich alle, als wären es kleine Bretter, die einfach nur umgeholzt werden. Ich meine, guckt euch doch mal die Animation und Grafik an. Ich meine, selbst damals gab es weit Besseres. Und ich kann schon verstehen, dass es ein Vier-Spieler-Titel war und viele Leute gegen ihre Kumpels gespielt hatten und damit Spaß hatten. Doch das lag auch nur daran, dass man gemeinsam gespielt hat und dass das hier ein Wrestling-Titel ist. Ich meine, damals hat man Wrestling noch ernst genommen. Und genau da liegt heutzutage auch meine Kritik. Heutzutage nimmt Wrestling keiner mehr ernst? Niemand würde das Spiel überhaupt nochmal spielen, genau wegen seinem heutigen Gameplay, und es ist verdient in dieser Liste der schlechtesten N64-Titel mit drinne. Und ich möchte damit auch wirklich niemand zu nahe treten, ich meine, das ist immer eine sehr individuelle Sache. Doch auch hier gebe ich den Tipp wieder. Leute, spielt das Ding noch einmal und werdet feststellen, das Ding gehört verdient in diese Liste rein. Das waren meine schlechtesten N64-Spiele in meiner Sammlung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht schreibt ihr mal unten in die Kommentare eure furchtbarsten N64-Titel rein. Oder auch erklärt mir, warum ich bei manchen Titeln vielleicht falsch lag, wenn es eure Lieblingsgame oder so sind. Ich höre mir das gerne an und wir können ein wenig drüber diskutieren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Mal sehen, auf welcher Konsole ich dann meinen schlechtesten Titel vorstelle. Ich danke fürs Reinschauen, sag bis die Tage und ciao.